Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich, glaube ich, einfach entspannt den Elektro Cup spielen. Ich denke aber, dass ich da nicht mehrere Sets zubringen werde. Ganz entspannt ein Set hier rein, Togedemaru, dazu Landhorn und Krypto Elektroball. Ich bin gespannt, ich habe gerade mal mich so umgeschaut und Pokémon, die Möglichkeit haben, eine Bodenattacke zu verwenden, sind gebannt. Das wiederum bedeutet, Togedemaru, Magnetilo, Magnezone, die Klamotten, die normalerweise eine fette Bodenschwäche haben, die können eventuell davon glänzen oder können, warte mal, ach, du resistierst ja, ah, okay, gut ist, dass ich hier ein Stachelfinale drauf habe, was du wahrscheinlich nicht weißt, dass ich eine Resistenz gegen deine Attacken aufweise, ist selbstverständlich auch geil, ich halte wahrscheinlich nicht allzu viel aus, aber Stachelfinale auf Togedemaru, kommt doch gar nicht so verkehrt, weil ich jetzt so langsam in Richtung tickende Zeitbombe werde, da sich mein Angriff wirklich stark erhöht hat. Und ich weiß nicht, ob sich das hier später im Verlaufe noch als gut erweist. Wie viel würde denn ein Stromstoß von dir machen? Ah, Strauchler, Stromstoß, was setzt du ein? Ich habe an sich nette Resistenzen. So, Gleichstände verliere ich, weshalb ich jetzt tatsächlich in Erwägung ziehe, hier einmal zu schilden. Elektroball in der Form ist auch spannend. Hätte ich ja auch mal in Erwägung ziehen können. Aha, du gehst raus in Georock. Hier bin ich eigentlich mit nicht wirklich viel effektiv, ne? So, das können wir knicken. Ich gehe aber in Landhorn. Man hätte in Erwägung ziehen können, ganz entspannt hier den Dings zu spielen. Die Aquaknarre, aber auch so, ich möchte gerne spammy unterwegs sein, weshalb hier der Move, der Elektro-Move schon gut kommt. Dadurch ist man sau spammy und ich hoffe, ich kriege dich gefarmt, bevor du einen Move hast. Bitte geh einfach drauf. Ah, ist das ärgerlich. Egal. Auch eine Steinkante werde ich wahrscheinlich überleben, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass mich das besiegt. Perfekt. Der Kreisel macht mich fertig, ne? Der Kreisel macht mich schwach. Hätte ich jetzt hier auf einen Donnerblitz aufbauen müssen oder geht das hier schon mit einem Surfer in Ordnung? Elektroball ist jetzt nicht für die Defensive bekannt und das reicht leider nicht. Ich erreiche aber noch eine Attacke, es sei denn, du erwischt mich in einem Gleichstand. Was kann ich gegen dein letztes Pokémon anrichten, da ich keinen Schild mehr oder ein Schild im Nachteil bin, sieht es da nicht so optimal aus. Interessantes Team von dir, mein Freund. Sehr interessantes Team, bin ich ehrlich. Was mache ich dagegen? Das wird spannend. Hey, die Dinger kommen ganz gut. Dein Team gefällt mir an sich. Das hat schon was. Ah, interessant, dass du das durchlässt. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass du mit zwei Schilden das hättest einfach schilden können und dann wahrscheinlich gewonnen. Finde ich das spannend. Vielleicht? Nee, ich schaffe keinen Move mehr, oder? Nein, leider gehe ich drauf. Du bist aber nicht sehr schnell mit deinen Sofortattacken. Kriege ich dich gefarmt oder gehe ich hier drauf? War das von dir zu riskant oder war das ein gutes Manöver? Feldzuf, den hat man leider sehr schnell, den Move. Ah, ich befürchte, dass ich dich nicht gefarmt kriege und das war's an der Stelle. Okay, Elektro-Cup hin oder her, ich hätte mich dazu entscheiden müssen, auch mal einen anderen Move mitzunehmen, denn, hey, lernt aus diesem Set. Wenn es nur Elektro-Pokémon gibt, macht es von daher... Ah, es ist halt doof. Es ergibt keinen Sinn. Nein, 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 ich will nicht in der Liga. Nein, 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 lass mich raus. Ich muss raus. Danke. Es macht dann wirklich nicht viel Spaß und ist auch nicht gerade das Intelligenteste, mit Elektro-Attacken in einem Cup reinzugehen, wo jeder Elektro-Pokémon am Start hat. Und jedes Elektro-Pokémon resistiert die Attacken, außer es fliegt oder ist dazu noch ein Wasser-Pokémon, denn dann ist es neutral. Aber ich glaube, das wird schon klar gehen mit den... Warte mal, wie will ich das ausspielen? An sich resistiere ich dich ja komplett. Ha! Ich glaube, hey, Magnetzone kommt hier, das kommt echt gut. Warte mal eine Sekunde, auch hier gefällt mir das. Ihr dürft das nicht unterschätzen, meine Freunde. Magnetzone oder auch Magneton mit der Stahlattacke, die können hier höchstwahrscheinlich was reißen. Spielt das mal und sagt mir Bescheid, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass das klar geht. Klar, man hat dort Resistenzen, aber
Wenn man sehr häufig das hier sieht oder die Gesteins-Pokémon, da kommt man mit Stahlattacken selbstverständlich gut voran. Ich habe mich eigentlich dagegen entschieden, hier den Gyro-Ball mitzunehmen. Der Gyro Ball wäre aber gar nicht so schlecht gewesen, ehrlich gesagt. Denn das hier macht nun mal nicht viel Schaden. Ne? Sehen wir selbst. Kann ich das durchlassen? Runterfarmen werde ich nicht können, außer ich setze gleich ein Schild ein. Oder warte mal, jetzt schwächst du dich nochmal massiv ab? Nein, natürlich nicht. Egal. Da ich dieses Matchup haben möchte, werde ich hier einmal reinschilden. Hisui Electro Ball ist, so wie es aussieht, ein sehr starkes Pokémon. So, dir würde ich das hier gerne drücken. Die Frage ist, ob du danach runterfarmst. Soll ich dann in Land touren? Ja, ich hätte Schaden verursacht. Oh, ist das vielleicht nur der Felswurf, der nicht viel Schaden macht, weil du Togedemaru loswerden möchtest? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dort eine Steinkante eingesetzt hättest. Also ist es doch gar nicht so schlecht gewesen. So. Landhorn mit Aquaknarre ist, glaube ich, eigentlich auch kein schlechtes Pokémon für diesen Cup. Ich will das mal schilden. Hätte ich das für Elektroball behalten müssen? Nein, das Schild kam gut. Der kam hier eigentlich sehr gut. Von daher, der Surfer sollte dich hier besiegen. Ganz klare Kiste. Nur, mein Freund, was tust du? Lässt du das durch? Nein, tust du nicht. Das heißt, ich mache noch eine Sofortattacke und komme leider nicht dazu, meine Ladeattacke einzusetzen. Das könnte noch ein Stromstoß sein. Setzt du ein, gehst du raus oder bleibst du drin? Okay, interessant. Da ich jetzt immer noch einen Energievorteil habe, kann man das ausbauen. Du bist jetzt bei 2 Attacken. Oder waren das 3? Ich glaube 2. Das heißt, 3, 4, 5... Du setzt ein, perfekt. So, den ersten konnten wir abfangen. Liegt es jetzt an meinem Elektroball? Ich werde doch wohl mit meinem kleinen Elektroball eine Attacke überleben können, oder? Komm schon, Ladevorgang müsste doch ausreichen. Gleichstände gewinne ich, weshalb du jetzt hier drauf gehst. Krypto-Elektroball ist so eine Maschine, gewinnt sehr, sehr viele Gleichstände und kann extrem Schaden raushauen. Und das hier sieht klasse aus. Ich glaube, dass wir dein restliches Team runtergefarmt kriegen, oder? Ich hoffe es zumindest. Ich habe immer noch Landhorn mit einem kleinen bisschen Energie. Bitte, gegen dich muss ich eigentlich auch nur noch eine Attacke schaffen. Du steckst in deiner Animation, kommst nicht raus, ich verliere aber den Gleichstand. Felswurf überlebe ich doch, oder? War das überhaupt ein Gleichstand? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den verliere. Es war... War es einer? Ich habe dich jetzt nicht rauswechseln sehen. Hey, ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ich dachte, Elektroball gewinnt gefühlt jeden Gleichstand. Egal. Jetzt kommt das Ding zurück, eine Sofortattacke und es geht drauf. Krypto, Elektroball, sweept. Das Ding ist wirklich stark. Man muss irgendwie es schaffen, dieses Pokémon mit Schilden zu spielen. Und dann geht's eigentlich. Das geht. Das Ding kann ordentlich durchscheppern. Und gerade so ein Krypto-Schmarotzer, der hier in der Regel überall bis auf die Denne neutral zumindest ist, das geht klar. Mir fällt gerade kein anderes Pokémon ein, welches dort das ab kann. So, du kannst Psycho. Du hast eigentlich ein paar Attacken, die nerven. Ich kann aber hiermit zumindest ebenfalls wieder ein bisschen dich nerven. Das andere Raichu kann zum Beispiel Durchbruch und das wäre hier gar nicht so verkehrt. Ein Stromstoß von dir tut selbstverständlich weh. Die Psychokinese nicht, der Strauchler nicht. An sich haben wir hier durch unseren Stahltypen auch nur gegen Resistenzen zu kämpfen. So, dir würde ich jetzt einen resistierten Stromstoß drücken, aus Gründen einfach. Ich bin gespannt, wird dieser respektiert? Ich bin einmal gesteigert und das zimmert dich fast weg. Togedemaru, du bist ein wahnsinniges Biest. Ich fasse es nicht. Ich lasse das hier getrost durch. Als nächstes ist es in meinem Ermessen, hier Energie zu holen. Die Intention habe ich auf jeden Fall. Das heißt, nochmal ein bisschen Energie holen, jetzt ruhig einsetzen in deiner Animation. Somit kannst du nicht rauswechseln. Du gehst drauf. Wirst du als nächstes mit Raichu wiederkommen, dann habe ich immer noch was gegen dich. Oder kommt jetzt dein Hisui-Elektroball? Das Ding ist scheinbar auch eine Maschine und regelmäßig am Start. Hast auch du das? Bist du der dritte Gegner? Warte mal. Das Ding kommt zurück? Ich habe es leider falsch getimed.
Ich hätte vorher schon einen Huf raushauen können. Ich schilde einmal. Ich schilde tatsächlich einen Donnerschlag. Das ist nicht gut, meine Freunde. Okay, es war dann sogar der Gleichstand. Ah, das ist doof. Den hätte man getrost nochmal durchlassen können. Ich bin gespannt, was du machst. Oh, krass. So, Voltula. Ja, interessant, mein Freund. Sehr, sehr interessant. Anfallen kommt hier auch ganz gut. Gar keine Frage. Wir gehen einfach raus, damit du hier einsetzt. Durch die ganzen Resistenzen kann ich das überleben. So, jetzt gleich wird halt spannend. Mit Elektroball wird es kein Zuckerschlecken. Das sollte euch schon mal gesagt sein. Schaffe ich hier eine Attacke oder gehe ich vorher drauf? Ich schaffe einen Move, perfekt, du farmst runter. Falls ich dein Schild bekomme, sieht's mit meinem Elektroball vielleicht gar nicht so schlecht aus. Ich bekomme ein Schild. Jetzt hol aus. Perfekt, hol nochmal aus. Perfekt. So, gewinne ich danach den Gleichstand. Wer gewinnt den Gleichstand? Kannst du, wirst abfangen. Ah, du fängst gleich ab und dann war's das. Oh, du setzt direkt ein. Da ist gar nichts zum Abfangen, weil du die nächste Attacke ready hast. Überleb das Anfallen. Komm schon. Komm schon, Elektroball des Grauens. Perfekt. So, ich lass dich eine Attacke machen. Zack, ich musste nämlich sehen, ob du raus willst. Ich habe Züge hergeschenkt, gar keine Frage. Hättest du aber meinen Move abgefangen, wäre das nicht gut geworden. Bitte geh einfach drauf. Nein, du überlebst das. Jetzt aber, geh drauf, geh drauf. Sauber. Eine Attacke noch gegen Raichu. Und wir haben Schmarotzer ready. Gleichstände gewinne ich. Oder? Egal. Du hast die Attacke nicht ready, da du ausgeholt hast zum Move. Krypto Elektroball ist immer noch eine wahnsinnige Maschine. Auch im Kanto Cup oder auch in diesem Cup, wo man nur diese roten Pokémon nutzen durfte. Auch da, falsche Liga, auch da war Elektroball ein wahnsinniges, abgefahrenes Pokémon. Es ist stark, es haut Schaden raus. Klar, es ist jetzt nicht für die Defensive bekannt, aber wie viele Pokémon spielen wir, lieben wir, nutzen extrem gerne diese Pokémon, auch wenn die nicht viel aushalten. Deswegen alles easy. Togedemaru gegen Voltula. Ja, ich resistiere deine Elektroattacken und auch die anderen. Von daher geht das schon klar. Oh, sehr nice. Na, das gefällt mir, mein Freund. Du spielst hier tatsächlich mit der Zornklinge, weil der Rest ja in der Regel resistiert wird, weil jeder ein Dings-Pokémon mit hat. Ja, gefällt mir. Ich bin jetzt einmal gesteigert, du wirst mich jetzt einmal abschwächen. Sehe ich das richtig? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du was anderes einsetzt. Anfallen. Ja, das macht schon ein bisschen, ne? Ich glaube aber nicht, dass man hier auf Stromstoß möchte, oder? Wir machen es trotzdem. Ich bin sehr, sehr dolle gespannt, wie viel Schaden das verursachen wird. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und es macht... Alter, Togedemaru. Ey, meine Freunde, dieses Pokémon ist zu wild. Warum haut er denn so viel Schaden raus? Warum haut Togedemaru so viel Schaden raus? So, mein Freund, das hier ist okay. Durch die Resistenzen geht das. Ja, Strauchler und Stromstoß von dir resistiere ich. Strauchler nicht. Quatsch. Aber den Stromstoß resistiere ich. Weshalb das hier klar geht. Die Frage ist, will ich das hier schilden? Lanturn kommt auch noch gegen Voltula ein wenig zurecht. Die Frage ist, was dein letztes Pokémon ist. Energieball. Okay. Da ich die Befürchtung habe, dass dein letztes Pokémon etwas mit einem Gesteinstyp zu tun haben kann, würde ich gerne Lanturn am Leben erhalten und danach muss ich halt aufpassen, dass es mir so gelingt zu spielen, dass ich die Attacken abfangen kann. Auf lange Sicht ist das kein Matchup, in dem ich mich befinden möchte, da du sehr, sehr schnell deine Energie am Start hast. Aber rauswechseln ist da dementsprechend auch keine Option. Ich muss dich eigentlich dazu bringen, einzusetzen. Danach hoffen wir, dass ich dich mit Lanturn farmen kann. Oh, du gehst drauf, perfekt. Das ist nice. Aber warum? Jetzt kommst du hier mit rein. Und du schaffst keine Attacke, oder? Perfekt. Oh, Elektroball, was ist denn mit dir? Oh, Elektroball, ich hätte auf den anderen Move gehen müssen. Der hat den Step. Wenn beides neutral ist, auf den anderen Move. Aber das Geile ist, ich resistiere deine Attacken drüben. Du meine zwar auch, ich bin aber viel spammiger. Das heißt, mein Lanturn hat häufiger die Ladeattacken, weshalb das für mich ein gutes Matchup ist. Und ja, meine Freunde, mein Elektroball war wieder sehr, sehr wichtig.
Das Ding ist so cool. Ich spiele wunderbar, genau. Ich spiele super gerne mit diesem wunderbaren Pokémon. Ah, nice. Es kann sogar spice-mäßig noch einen Hyperstrahl. Und glaub mir, meine Freunde, es gibt hier wahrscheinlich kein einziges Pokémon, welches Interesse daran hat, so einen Hyperstrahl wegzustecken. Auch die Stahl-Pokémon werden vor dem Move zittern. Das haut so unfassbar viel Schaden raus. Geil. Warte mal. Wir sind doch jetzt schon positiv, ne? Ja, perfekt. Und das in einem Cup, auf den ich eigentlich keinen Bock habe. Aber ich habe auf die meisten Cups nicht unbedingt Lust. Der hier ist cool. Aber auch nur, weil es gerade im ersten Dings-Set läuft. Ansonsten, wenn ich jetzt verloren hätte, würde das natürlich mehr mit meiner Motivation machen, diesen Cup nicht mehr anzurühren. Aber auch so habe ich, glaube ich, keine Lust mehr. Was tust du jetzt? Dein Surfer... Oh, das finde ich sehr spannend, dass du das machst. An sich ist es mir wichtig, einen Wechsel zu holen. Von daher, weil ich hier nur auf Resistenzen von dir treffe, geht das vielleicht. Das sieht nicht allzu schlecht aus, oder was meint ihr? Guck mal, reicht der Stromstoß? Ja, reicht der aus? Reicht der aus durch die Steigerung von gerade? Wir haben vorhin gesehen, wie viel Schaden Togedemaru dadurch raushaut. Und? Fast? Kann ich farmen? Verteidigung sinkt stark. Es besiegen mich auch deine Gesteinsattacken, wenn ich die durchlasse. Ich muss es in Erwägung ziehen. Bitte seine Steinkante. Stromstoß, du schwächst dich ebenfalls. Vielleicht kann ich jetzt tatsächlich runterfarmen. Und das wäre wichtig. Bitte geh einfach drauf. Sauber. So ist es wichtig und richtig. Du spielst mit dem Move, das wiederum bedeutet, mein eigenes Landhuhn hat großes Interesse, gegen dich zu kämpfen. Okay, die Aussage vom Anfang, die nehme ich zurück. Denn Landhuhn mit Funkensprung ist das, glaube ich, ist gut im Mirror Match gegen die anderen, weil dort die anderen die Idee hatten, weißt du was, vielleicht spiele ich dann doch dieses Pokémon, weil wegen Dings Wasser ist doch gar nicht so schlecht, weil der Rest wird ja eh resistiert und dann komme ich. Bam, hallo, ich bin's, Mister, ist im Mirror Match gut gegen dich? So, ich habe overfarmed. Mein Gedanke ist, ich muss mehr Energie haben und das für den Gegner nicht zu spielen, dass er quasi sehen kann und genau abfangen kann, wann ich raus will. Weshalb ich da overfarmen musste. Es wäre richtig mies geworden, wenn er geschafft hätte, meinen Move abzufangen. Auf lange Sicht ist es gerade schwierig, dich zu besiegen. Ich müsste vielleicht mal versuchen zu ködern, wobei ich auch gestehen muss, der Köder ist sehr frech und ich weiß nicht, ob der mir gelingt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und er gelingt mir perfekt. Das macht eigentlich gute Karten für mich. Gewinn den Gleichstand, Landhuhn? Nein! Landhuhn! No way! Verlier doch nicht gegen den anderen Fisch den Gleichstand. Das ist gerade so doof gewesen. Okay, was ist dein letztes Pokémon? Habe ich die Möglichkeit, rauszugehen und einen Move zu erreichen, der reinzimmert, weil wenn du keine Schilde mehr hast, ich keine mehr Schilde mehr habe, sieht's gut aus. So, okay. Dir einen Schmarotzer zu drücken, tut hoffentlich gut. Wir schauen mal. Du kannst fast komplett mich farmen. Georock mit Felswurf ist gerade sehr, sehr ärgerlich. Wie viel Schaden hau ich raus? Landhuhn kann da gleich auch nichts mehr regeln, ne? Nein. Leider wirst du mich farmen, bevor ich einen Surfer habe. Es wäre so wichtig gewesen, da den Gleichstand nicht zu verlieren. Ah, jetzt kommst du noch hier mit Gefarme an, ne? So. Ich glaube nicht, dass ich einen Surfer schaffe. Eins? Ah, leider nicht. Egal. Dennoch, meine Freunde, positiv rausgegangen. Und dieses Pokémon ist auch der Grund, warum Hisui Elektroball extrem gut ist. Meine Freunde, wenn ihr es habt, spielt es. Ich kann euch beide Elektroballs empfehlen. Mir hat das hier sehr viel Spaß gemacht. Hätte ich das andere gespielt, hätte mir das wahrscheinlich ähnlich viel Spaß gemacht, weil das auch gut sein kann und auch gut ist. Das ist wirklich stark. Dein Feedback zu diesem Ganzen hätte ich gerne. Schreib's mir rein, wie hat's dir gefallen? Ich bin sehr überzeugt von Elektroball. Wie siehst du das? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach das Beste draus, hau rein und ciao.